сьогодні дуже багато цікавих спікерів, німецькі політики. На жаль, не зможемо всіх перекладати, але я думаю, що це буде все рівно для всіх цікаво. Wir sind die Friedensbewegung, die die Ukraine mit Solidarität beiseite steht. Wir stehen der Ukraine auch mit moralischer Unterstützung, finanzieller Unterstützung und mit Waffen beiseite. Denn für Frieden zu sein, bedeutet auch, den Frieden mit allen Mitteln zu verteidigen. Nein zum Krieg! 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 Und wir fordern, dass die demokratischen Kräfte Europas vereint, gemeinsam und effektiv an der Seite Ukraine stehen. Nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. Jetzt wird Geschichte geschrieben. Wie vor 77 Jahren verlangen wir, dass wir für Europa, für den Frieden, für die Ukraine und für die Menschenrechte auf dem gesamten europäischen Kontinent fest zusammenstehen. Wir sind die neue Friedensbewegung. Slava Ukraine! Nein, Slava! Nein zum Krieg! 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 Wir marschieren heute, um den Menschen zu gedenken, die vor 77 Jahren auf dem europäischen Kontinent ihr Leben für den Frieden und die Freiheit von uns allen ließen. Zu unserer Rechten befindet sich das Denkmal der Opfer der Nationalsozialisten. Vor 77 Jahren haben hier Ukrainer, Belarussen, Russen und viele andere Menschen ihr Leben gelassen, um gegen die Nazis zu kämpfen und unsere Welt zu bewahren. Die Welt, die heute erneut von einem narzisstischen Führer bedroht wird. Wir verlangen, dass Putin nach Den Haag verschafft wird. Putin nach Den Haag! 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 Nein, die sogenannten falsche Politiker, die heute Все счастливо.